So. Die Jäger sammeln sich mal hier vorne wieder. Ah, schön. So. Diesmal bekommen wir noch Unterstützung aus der Luft. Und zusätzlich noch durch die ganzen Basilisken. Die wollen nicht die ganzen. Wir wollen noch ein paar aus zur Verteidigung hier lassen. Schalten die hier mal auf offensiv, genau wie die Jäger. Und ja, offensiv. Da genau, das wollte ich haben. Und da kommt mal her, Kinders. Ihr seid alle eingeladen. So, kommt mal rüber. Auf offensiv, habe ich gesagt. So. Draken sind sowieso auf offensiv. Und ja. More Jäger. Das ist der Jägermeister. Warum? Was? Ich hab doch die auf offensiv geschaltet. Mann. Da wollten wir wieder streiken hier. So, die Steinriesen lassen wir aber ein bisschen mal jetzt Verteidigung. Denn nur für den Fall, dass wir hier überrumpelt werden sollen oder so, will ich nicht zum Schluss ganz wieder Dorfdepp dastehen. Nö, das reicht noch nicht aus. So, denn, wo war ich? Hier waren noch ganz viele. Ne? Wir schicken noch mal einen Greifen rüber. So. Ich wäre auch mal stark dafür, dass wir hier ein bisschen so, hier, so, zack, ja, wo ich gerade rüber fliege. Ein bisschen hier auf diesem Berg, der auf dieser Anhöhe, diesem Plateau oder was auch immer. Ein bisschen rumerkunden. Jo, da tanzen auch schon die ersten. Oh, er macht Schaden. Scheinbar ist er gegen einige. Scheinbar ist er greift gegen die eine oder andere Einheit tatsächlich ein bisschen effektiver als die andere Einheit. Aber, ja. So unglaublich toll ist er eben dennoch nicht. Nee. Nee, also es gibt schon bessere Einheiten. Hier haben wir einen Kandran-Grab. Okay. Ach, hier haben wir noch einen. Was haben wir denn hier? Mach mal einen auf YOLO. Okay, dann haben wir noch mal so ein paar verdammt, ein paar Camper haben wir da rumhängen. YOLO, das war auch übrigens ein Wort. Das hatten wir jeden Tag gesagt. Immer so, ja, das war jetzt aber so eine YOLO-Aktion hier, ne? Und andauernd irgendwie sowas. Und dann, ich weiß noch, einen Tag sage ich so, ey Leute, wisst ihr was? Wir haben heute noch den ganzen Tag noch nicht einmal ein Wort gesagt. Ein bestimmtes Wort. Ja, so, was könnte es sein? Sag ich so, haben wir heute eigentlich schon YOLO gesagt? Naja, wir halten ja eigentlich nichts von diesen YOLO-Krimskrams-Quatsch. Wir machen uns einfach nur darüber lustig. Ja. So. Das waren hier die Basilisken. Ja, kommt doch mal her, Kinas. So, und jetzt gibt's Beef. Jetzt habt ihr es verkackt, ihr Verunaner hier. Jetzt habt ihr es mit mir hier auch nicht verscherzt. Gehen wir mal rüber. Eins, Slot hier eins jetzt. Passt alles. Und ja.
Da fällt mir noch ein, ich muss auch noch gleich Zelda nochmal auf. Und ja, guck mal, weiß ich auch nicht, es ist mir auf einmal in den Kopf gekommen. Habt ihr das auch manchmal so, wenn ihr so, so sitzt? Auf einmal fällt euch irgendwas wieder ein, ohne irgendeinen Zusammenhang mit euren bisherigen Gedankengang. Auf einmal. Kennt ihr das? Das ist bei mir richtig oft. So. So, Freunde der Nacht. Da bin ich wieder. Ja, bitteschön. Naja. Zu gut, ganz lang drauf warten. Denn die Truppen sind jetzt komplett. Mehr braucht man nicht. So. Fliegen die Speere wie Sau. Dankeschön. Der nächste bitte. Willkommen unsere Jäger. Den Berg nicht hoch. Eigentlich wollte ich sagen, hier kommen die Jäger an, aber naja. Hier kommt noch eine kleine Gruppe, die ja nicht die geringste Chance hat. Okay, ja, passt schon. Eine Amazone vom Amazonas, das ist auch zu Stein geworden. Eine dekorative Gartenskulptur passt in jeden Vorgarten rein. Rufen Sie jetzt im Teleshop an. Für nur 299,98 €. Sally, das ist ja der reine Wahnsinn. Nicht wahr, Bob? Ich bin so froh, dass ich mir dieses Gerät gekauft habe. Boah, kennt ihr auch diese Teleshop-Shopping-Sender? Boah, das kotzt mich so wirklich an. Also, übel schlecht synchronisiert, ne? Mit 50.000 Minuten Verzögerung und alles. Naja. Aber man schaut sich das doch schon lieber an, als diesen ganzen Assi-Schrott, der sonst noch im Fernsehen läuft. Na gut, so schlimm ist es noch nicht, aber früher oder später wird tatsächlich noch sowas, wird das Fernsehen noch so weit sein. So. Mit unserer Riesentruppe hier fliegen wir nochmal übers Gelände. Fliegen, laufen, kriechen, was auch immer. Und ich deselektiere wie ein Weltmeister hier. Ich habe mir immer noch keine neue Maus geholt. Deswegen spiele ich hier immer noch mit diesem Mauspad vom Laptop. Merkwürdigerweise geht das allerdings inzwischen schon ganz gut. Jo. Ach. Leute, ihr wollt auch noch mal euer Fett weghaben. Euch habe ich doch auf der Minikarte schon gesehen. Ach, da tauchen schon wieder welche auf. Leute! Die wollen, glaube ich, nur Tierschar killen. Alles andere ist denen irgendwie total Wumpe. So, haben wir hier sonst noch was? Ich glaube nicht. Gut, falls wir noch Verunana hier übersehen haben, haben sie verdammtes Glück gehabt.
Denn ich setze mal langsam Tirschan in Bewegung und schicke sie zum Pass. Ich hoffe, sie hat ihren Reisepass dabei. Ja. Ja, ich bin definitiv wieder zu Hause. Denn hier sind die Witze sogar noch schlechter. So. Kinders, komm mal her. Was ich übrigens auch noch schade finde, ist, dass die verletzte Tirscha kein Interface hat. Ja, aber gut. Ja. Wenn man es nicht hat, dann hat man es halt nicht, ne? Ich glaube, es gibt auch noch einen. Ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Es gibt auch, glaube ich, noch so einen weiteren Patch, mit dem fehlende Interfaces hinzugefügt wurden. Also zum Beispiel bei Farmern wurden, glaube ich, Interfaces hinzugefügt. Bei. Ja, hier bei der verletzten Tirscha. Und. Was ich finde, noch für alle möglichen NPCs, bei Rehen, also bei den ganzen Tieren. Und bei. Bei The Iron Plague gab es auch noch einen Charakter, der hatte auch kein Interface. Aber mit. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es noch einen Patch, aber ich weiß nicht. Vielleicht weiß der eine oder andere von euch da besser Bescheid. Würde mich dann auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir Bescheid gebt und mich hier ein bisschen aufklären würdet. Ja, Tirscha, komm mal hier ein bisschen weiter rüber. Nö. Ja, besiegt, wir sind so gut, wir sind zu gut. 69 Verluste. Ja gut, wir haben unsere gesamte Jägertruppe da verloren. Ja, nächste Mission. Und diese Mission, ja, vor der habe ich Angst. Von der habe ich Angst, denn ich habe die bislang in meinem Leben nur ein einziges Mal geschafft. Ja. Und sonst habe ich die immer übersprungen. Denn wenn man ja einmal verliert, dann kann man die Mission einmal dann überspringen, wenn man es einfach nicht hinkriegt. Und naja. Gut, Leute. Ich würde mal sagen, die kostbare Fracht, die liefern wir das nächste Mal aus. Udo, der pennt hier schon inzwischen. Ich habe ihm nur gesagt, das soll mal kurz ruhig sein. Wie sonst auch immer. Und wir, wie gesagt, wir setzen uns dann nächste Folge, nächste Aufnahmesession an Kapitel 43, eine kostbare Fracht. Ja, und ja, ich habe Angst davor. Ich habe definitiv Angst davor. Alles klar, Leute. Bis dahin, euer Martin, und ich verabschiede mich auch schon mal hier für den Udo mit. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.